Ahoi und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin mit meinem Wohnwagen immer noch an so einem kleinen Nebenarm vom Biggesee und will jetzt gleich mal auf den Flohtrail Siegen fahren. Das ist so 30 Kilometer nur von hier und gucke mir das Ganze da mal an. Ja, ach so, mein kleiner Wohnwagen, ja, den kennt ihr ja eigentlich noch gar nicht. Wie gesagt, den habe ich jetzt seit 12 Jahren und ja, mit allem ausgestattet, kleinen Fernseher, Kaffeemaschine, richtigen Kühlschrank. Eine kleine Elektroheizung und was man hier so alles braucht. Alles drin vorhanden. Eingebaut ist hier eine Gelbatterie. Ich habe hier alles auf LED-Beleuchtung und bin so ein bisschen autark dadurch. Aber wenn man Strom außen dran hat, ist das viel einfacher, was Kühlschrank und so angeht. Aber was erzähle ich? Wir wollen ja Fahrrad fahren. Also wollen wir mal hoffen, dass das mit dem Flowtrail Siegen gleich so gut klappt. Und ja, schauen wir uns das Ganze mal an. So, ich bin jetzt hier am Flowtrail Siegen angekommen und werde jetzt erstmal gucken, wo es hier rauf und runter geht. Startpunkt habe ich schon gesehen, Schild, geht's hin. Also fahren wir da jetzt als erstes mal hin. So, Flowtrail Siegen, powered by Radon. Naja dann, ich fahre einen Cube, sollte auch erlaubt sein. So. Der Sprung vor der Kurve war echt interessant. Der erste hat ganz gut geklappt, über die von der Pedale abgerutscht. Dann wird es ein bisschen tretlastig, wie man schon sieht. Hier kam ja der kleine Sprung. Und schon ist man durch einen Abschnitt durch. Sehr schön. So, jetzt geht es in den nächsten Abschnitt. Da weiß ich von der Abfahrt davor, dass man da ganz ordentlich anpedalieren muss. Um gut durchzukommen. Sehr schön. Ja.
und wieder durch einen Abschnitt. Hat doch ganz gut geklappt. Yeah. Dann geht es in den nächsten Abschnitt. Und hier muss man jetzt ganz ordentlich Tempo aufbauen. Wie ich natürlich mal da nicht habe. Junge, bin ich langsam. Hier würde es jetzt eigentlich weitergehen. Hier gibt es auch noch mal einen blauen und einen roten Abschnitt. Das hatte ich auf der Karte gesehen, aber Bändchen vor, Strecke geschlossen. Wird irgendeinen Grund haben. Ich finde es schade. Ich habe mir jetzt gerne alles angeguckt, aber da muss ich mich mit dem Rest weiter oben zufrieden geben. Macht ja auch Spaß. Da sind wir am Ende vom Video angekommen. Hat heute mal wieder richtig viel Spaß gemacht auf dem Flowtrail Siegen. Ich hätte gern alles angeguckt und euch auch gezeigt, aber der untere Teil war ja leider gesperrt. Vielleicht ein anderes Mal. Ja, ich werde mich jetzt noch mal hier so eine Runde an den See setzen. Hoffe, euch hat mein Video gefallen. Ihr wisst, ich freue mich über einen Daumen nach oben. Lasst gerne einen Kommentar da und bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.